Mahlzeit und willkommen zurück hier bei Freak Peak mit einem weiteren Angezockt mit mir und Geknorkel. Ich habe euch ja gesagt, wenn ihr die letzten Angezockt-Folgen gesehen habt, dass ich mir 4 Games bei Steam gegönnt habe, auf die ich Bock habe. Leider kann ich euch nur 3 zeigen und das ist dann jetzt das dritte, Stranded Alien Dawn. Survival-Aufbau, ähnlich wie RimWorld, ist auch schon ein bisschen länger draußen. Aber habe ich Bock drauf, weil das Ganze eine Thematik ist, die mir durchaus Spaß macht. Ja, und es durchaus nett aussieht. Also lange Rede, kurzer Sinn. Wir werden hier gleich mal starten. Warum ich euch das vierte Game nicht zeigen kann, ist recht einfach. OBS will das einfach nicht aufzeichnen. Tja, manchmal ist es so. Was machen wir denn hier Schönes jetzt einfach mal? Wir nehmen hier alles, was hier vorgegeben ist. Crash Landing, ja, passt mir eigentlich alles ganz gut. Game Difficulty, Medium. Was haben wir denn da zur Auswahl? Ja, da passt mir Medium eigentlich ganz gut. Oh, das lassen wir einfach mal alles so und dann legen wir mal los. Gucken wir uns das Ganze einfach mal an. Survivors, ja. Könnte ich mir was aussuchen? Höchstwahrscheinlich, weil ich da nicht weiß, was da Sinn macht. Oh, einfach mal kurz die Werte hier durch. Combat Incapable finde ich schon mal schlecht. Indifferent. Okay, da kann der hier eigentlich raus. Wie krieg dich raus? Add Remove, rausziehen wahrscheinlich. Ja, doppelklicken, alle klar. Nehmen wir mal irgendeinen mit, der noch kämpfen kann. Das ist mir eigentlich erstmal ganz wichtig. Nehmen wir am besten noch ein Mädel mit. Dann haben wir 2 Kerle, 2 Mädels, dann ist das okay für mich, finde ich. Combat 0 lassen wir gleich mal stecken. Combat 0 auf keinen Fall. Combat 2, das ist ein Typ, nö, wollen wir nicht. Combat 0. Combat 0, die Mädels alle Pazifisten hier? Combat 6, alle klar. Der Rest ist mir jetzt erstmal Wurst. Hauptsache ist, die können sich hier gegen die aggressive Flora und Fauna verteidigen. Da geht's los. Heide Witzka. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob das nicht sogar ein bisschen laut ist. Und da sind wir auch schon gelandet. War eine sanfte Landung. Kamera dreht wie üblich. Q und E. Reinzoomen, soweit auch klar. Mit dem Scrollrad der Maus, ne? Ist klar. Jo, da sind wir dann. Stellen wir das Ganze hier erstmal auf Pause. Wie das üblich ist in solchen Spielen hier oben, ihr seht das, können wir normal, doppelt und dreifach schnell und Pause machen. Wir machen hier erstmal Pause, denn wir müssen erstmal gucken, was wir hier Schönes haben. Was ist das denn hier? Raumschiff-Trümmer. Gebonkt da auch Raumschiff-Trümmer. Jo. Ja, wir werden erstmal das Übliche machen. Wir sammeln mal ein bisschen Holz, klicken wir hier drauf. Und sagen einfach mal Cutten. Das gleiche machen wir hier drüben auch mit Bäumen. Haben wir auch direkt mal Cutten. Und wir werden uns gleich mal auch unsere Kapsel hier vornehmen. Unsere Rettungskapsel, sagen wir Scavenge. Dann lassen wir sie gleich mal loslegen. Gleich mal auf doppelte Geschwindigkeit das Ganze. Ach, die heult hier. Ja gut, passiert. Ist auch nicht schön, wenn man so irgendwo abstürzt. Getting help. Okay. Hints such as this one will be displayed throughout your game whenever you might need a hand. You can turn them off and on from the gameplay section of the options menu. You can also browse and search for information in help. Access from the Manage Menu. Alle klar, finden wir raus. Wenn wir es brauchen,
Der Typ macht hier irgendwie alles alleine. Oder die Typin, Nova. Na gut. Dann soll das so sein. Da hinten haben wir schon ekliges Getier. Ja, mal hoffen, dass sie uns erstmal in Ruhe lassen. Und dann wollen wir uns gleich erstmal irgendwas bauen hier. Was wichtig ist, nämlich erstmal einen Shelter. Den bauen wir, ja, scheinbar erstmal aus Scrap Metal, weil ich nicht genug Holz habe, wie es scheint. Ja, soll mir recht sein, hier liegt ja auch einiges rum. Die Geschichten können wir drehen mit Q und T dann tatsächlich. Bauen wir uns einen Shelter hin. Und wir bauen uns gleich einen zweiten daneben für unsere Lagermöglichkeiten. Ich habe mir diesmal gedacht, ich werde euch nicht mit dem Tutorial langweilen. Das habe ich mir im Vorfeld schon mal angeguckt. Aber ihr wisst ja, ich als erfahrener Mr. Skill werde da wahrscheinlich wieder die Hälfte nicht mitgeschnitten haben, wie was funktioniert. Aber naja, wir werden das schon rauskriegen. So, haben wir erstmal unsere Hütte hier hingestellt. Dann noch eine. Da wir zu viert sind, werden wir, glaube ich, noch eine dritte brauchen. Aber daran soll es nicht scheitern. Aber die braucht auch ein bisschen die gute hier für das Salvaging. Beziehungsweise das Scavenging. Wir werden hier mal noch ein bisschen mehr Holz sammeln, glaube ich. Und ein paar mehr Bäumchen werden es auch tun. Adios, nee. Cutten soll zu, Kalle. Cutten. Denke mal, das wird so funktionieren. Ja, da hört sie dann auch schon wieder auf. Okay, dann brauchen wir Schlafplätze natürlich. Ganz wichtig. Ja, wir machen erstmal hier einfache Strohgeschichten. Moment, irgendwie konnte ich da mehrere von bauen. Ich glaube, das ging mit Shift. Ja, genau. Drei. Und noch einen vierten. Haben die was zu pennen. Auch ganz wichtig ist ein Lagerfeuer natürlich. Für Wärme und zum Kochen. Kann man recht gut gebrauchen, nehme ich an. So, und dann bräuchten wir Lagermöglichkeiten. Haben wir hier erstmal diese Stockpiles. Die sollten uns reichen fürs Erste. Setzen wir da zwei von hin. Da auch. Da können sie dann schön alle, was hier so rumliegt, denn da erstmal einlagern. Theoretisch könnte ich sogar nochmal zwei davon bauen. Ich glaube, das machen wir direkt auch mal. Sicher ist sicher. Sender ist Idling. Aha. Das war jetzt so schnell wieder weg, dass ich es gar nicht lesen konnte. Ja, gönnt euch schön mal was essen hier. Gleich Schlafenszeit. Ja, ähnlich wie in RimWorld müssen wir hier auch darauf achten, dass es unseren Leuten gut geht. Nicht wahr? Essen, trinken, ganz wichtig. Aber auch das Seelenheil ist wichtig. Also ewig in so einem Camp hausen können wir nicht. Aber, wie ich immer so schön sage, eins nach dem anderen. Erstmal schauen, wo die Reise hingeht. So, was liegt denn hier rum? Shelf Life, aha. Oh, Laserpistolen. Ich glaube, das sammeln die hier automatisch alles weg. Ah, ja. Ist das hier Medkits oder sowas, nehme ich an? Oh, die Kamera drehen, ist ja furchtbar. Wo bist du denn? Ja, Notfallrationen, also Futter, auch sehr wichtig. Jo, da geht hier doch erstmal alles seinen Gang. Können wir noch ein bisschen schneller stellen, die ganze Geschichte. So richtig Bock auf Schlafen gehen haben die gerade nicht, wie das aussieht.
Er geht doch voran. Mal hier ein bisschen runterstellen. Gehen wir mal auf Manage. Schauen wir uns mal den Plan an hier. Wann ist denn hier die Ruhezeit? Anything. Naja, gut. Ist jetzt nicht unbedingt eine Ruhezeit, aber von 21 Uhr bis um 5 können sie im Prinzip machen, was sie wollen. Da werden die sich schon ihre Ruhe gönnen, wenn es soweit ist. Außer Sora, die ackert wie eine Bekloppte hier. Okidoki. Dann benötigen wir als nächstes erstmal ganz wichtig hier so ein Research Desk. Bauen wir uns mal aus Holz. Gucken wir uns das Ganze mal an hier. Ja, da sieht das Lager doch sogar schon noch was aus. So, dann sollten wir uns als nächstes, wie ich im Tutorial auf jeden Fall dann schon gesehen habe, okay, leichter Aussetzer, sollten wir uns hier mal die verschiedenen Pflanzen ansehen. Das hier zum Beispiel. Observe. Wir sind ja hier auf einem fremden Planeten gelandet, also von daher, auch wenn alles ziemlich ähnlich aussieht, wie wir es kennen von der Erde, ist doch alles fremd. Also sollten wir uns die ganzen Sachen natürlich auch erstmal angucken und einiges darüber in Erfahrung bringen. Mal gespannt, wer das macht. Dann sollten wir uns die vielleicht doch mal aus der Nähe angucken, unsere Leute. A cause for celebration. First camp. We put together a camp as quick as we could, considering the circumstances. We are not sleeping in the dirt. We have a roof over our heads and a fire to illuminate the dark on certain nights. And the most important, we have survived. To us, this feels like an achievement worth honoring. We can gather around the campfire and celebrate being alive at 1900. Joa, lass uns das doch feiern, dass wir leben. 19 Uhr, da ist ja noch ein bisschen Zeit. No cute research. So, dann gucken wir mal, was wir hier eigentlich researchen können. Interessant wäre ja auf jeden Fall mal erstmal die Geschichte hier. Durchaus. Was wäre noch interessant? Na, eigentlich sind die Waffen erstmal das Wichtigste, würde ich fast sagen. Metallraffinerie könnten wir machen. Spaceship Deconstruction, das könnten wir natürlich auch mal lernen. Jo, passt doch. Und er guckt sich jetzt hier mal langsam die Flenskin an. Was können wir denn hier noch erforschen? Das wäre sicherlich auch interessant, was immer das ist. Blade Grass. Okay. Das könnte was interessant sein. Da haben wir hier noch Schönes. Hier blaue Pflänzchen, die werden wir auch mal direkt erforschen. Denn von irgendwas müssen wir ja auch leben. Sollten wir denn bei Zeiten auch anbauen, sowas, nicht wahr? Und dann werden wir der ganzen Nummer hier mal wieder ein bisschen Tempo geben. Ja, wir könnten das hier erstmal beenden, glaube ich. So, zum Researchen, da fühlt sich jetzt auch keiner irgendwie genötigt. Aber sie kann es nicht. Der kann. Sora kann das auch. Ja, Raka, der könnte das am besten. Aber der kümmert sich ja gerade um die Flenskin. Okay, dann schauen wir doch mal nach, was wir hier eventuell noch Schönes bauen können. Am besten wäre vielleicht mal irgendwie was zum Hinsetzen. Campfire Sitting.
Ach, wir haben unsere Party jetzt. Na, dann feiert mal. Man kann das ja durchaus feiern, dass man noch lebt. Finde ich schon, doch. Durchaus. Ja, und auch ähnlich wie in RimWorld ist die Interaktion der Leute untereinander auch sehr wichtig. Da resultieren dann nachher raus, ob die sich leiden können oder nicht. Wir haben das ja eben kurz gesehen hier. Der eine hat von der anderen den Humor so ein bisschen verletzt. Das war nicht nach ihrem oder seinem Geschmack auf jeden Fall, was wir da erzählt haben. So, gut. Dann lassen wir die mal schlafen. So, wir wollten ja einen Tisch bauen, ne? Das haben wir ja hier noch offen. Ja, gleich einen großen, oder? Für 4 Leute, das macht schon Sinn. Und dann brauchen wir da noch passende Sitzgelegenheiten. Da einen. Da auch und das Ganze gegenüber. Gucken, ob das hier auch mit Shift funktioniert. Zack und zack, ja, wunderbar. Gleich schon mal was für Seelenheil getan. Jetzt können sie im Sitzen essen. Aha, die streiten sich über den Grund des Absturzes. Observed 90%. Warum hast du da aufgehört? Blade Grass, alle klar. So, was können wir denn damit machen? Unlocks Planting of Blade Grass for Hay. Also für Heu. Das ist doch schon mal ganz interessant. Können wir dann schon mal anbauen. Buttermelon. This local vine plant gives large edible fruits which have tough peel. It reminds me of pumpkins and melons, so I will call it buttermelon. Ripe buttermelons can be harvested and cooked. They might have some other good uses too. So, die können wir jetzt abbauen und wir können sie pflanzen. Das ist sehr, sehr wichtig. Können wir hier eigentlich auch schon mal direkt sagen, sollen sie mal ein paar ernten von? Mal dieses eine Feld hier. Kann er noch nicht. Ah, noch nicht ausgewachsen. Sieht man hier ganz gut. Jetzt müsstet ihr das nur noch wegtragen. Ja, läuft. Das ist doch schon mal spannend. Könnten wir vielleicht mal gucken, ob wir hier schon was kochen können. Ja, das können wir noch nicht. Das können wir noch nicht. Also ich könnte tatsächlich... Notfallrationen könnte ich kochen. Ach doch, hier, die Veggie-Soup, die funktioniert mit den Dingern. Dann stellen wir davon doch welche her. 10 Vegetables... Ah. Na gut, ich würde mal fast sagen, wir stellen davon mal, keine Ahnung, 8 her, oder? Erstmal, für den Anfang. Jetzt könnten wir hier auch direkt schon mal die Dinger anpflanzen. Also ich meine, wir haben da zwar jetzt das Feld, nicht wahr? Aber ich würde sagen, wir pflanzen hier direkt erstmal was an. Oh, mal so ein 6x6 Feld. Ja. Finde ich ist okay. Können wir so machen.
Jawohl, da wird auch schon gekocht. Und bepflanzt wird auch. Wir werden ja erstmal hier ein bisschen runterschalten. Ist hier eigentlich an dem Desk schon was passiert? 11%. Irgendwas ist auf jeden Fall schon gemacht worden. Oh, geht natürlich relativ langsam voran. Was könnten wir noch bauen? Was wäre wichtig? Production. Chopping Block. Ach, zum Holzhacken. Okay. Denke mal, das könnten wir auch mal bauen. Warum nicht? Und eine Werkbank. Halte ich auch für wichtig. Die setzen wir mal dahin. Für das Erste. Ist das da hinten, was mich da so anleuchtet? Achso, das sind die blauen Pflänzchen. Ja, richtig. Da war ja auch noch was. Grain Corp. Harvesting of Grain, aha. A good discovery. The seeds of the tall leafy plant cluster together in a cup and seem edible, wie auch immer. Thus I'm going to call it Grain Corp. It will be useful in many ways. Cooked, pressed into oil, distilled into sweet syrup or moonshine. Okay, da kann ich sogar Schnaps draus machen. Hat was. Even used in the production of antibiotics. Such a simple thing, yet so vital for survival. Okay, die ist ja gar nicht mal so schlecht, diese Pflanze hier. Da werden wir mal nicht so sein. Die werden wir uns auch direkt mal mitnehmen. Was davon so geht. Wichtig wäre jetzt auf jeden Fall, dass dann irgendwann mal angefangen wird, wirklich an der Werkbank, an der Forschungsbank zu forschen, dass wir uns mal ein paar Waffen herstellen können, weil wir haben nur eine Pistole. Das finde ich ein bisschen dünn. Irgendwann werden die ersten Viecher kommen. Das bleibt ja nicht aus. Aus. Was haben wir denn hier? Holz 34, Stöcker 290. Ordentlich. Was können wir denn schon an der Werkbank machen? Bandagen können wir machen. Bandagen können wir machen. Will ich auch mal glatt herstellen. Machen wir mal 10 Stück. Jetzt so eingestellt, dass immer hergestellt wird, bis 10 Stück da sind. Schaden kann das ja nicht. Kann man alles brauchen. Insufficient Storage Space. Naja, das war klar, dass das irgendwann auch nicht mehr reichen würde. Ging schneller als erwartet. Da gönnt er sich eh eine Roh. Na, schauen wir mal. Mal hier. Achso, das ist die Suppe, weil ja kein Platz mehr ist. Da war ja was. Ja, dann müssen wir den Platz erhöhen. Es hilft nichts. Bauen wir uns noch ein Shelter. Den drehen wir mal. Hängen den hier einfach mal ran. Und dann hier nochmal die entsprechenden Stockpiles rangebaut.
möchte jetzt noch nicht anfangen hier mit Regalen und so, weil wir werden ja hier nicht in diesen Baracken bleiben. Falls nicht auf Dauer. Ja, mal gucken, wie weit wir heute kommen in diesem Angezockt. War da schon was Schönes sehen? Chew Root. Kaufwurzel. Aha. Aha, aha. Die Pflanze selbst ist von wenig Nutzen, okay. However, I dug some more into it, quite literally, and found a developed root system and formation similar to root vegetables. They were hard to bite into and I had to chew a lot to break them down. I wouldn't eat them like that again, but these, let's call them chew roots, might have a decent taste when cooked. Okay, auch wieder was zu futtern. Ist ja schon mal okay. Ja, nochmal wieder ein bisschen Gas geben. So, jetzt haben sie ja wieder ihre Freizeit. Viecher hier oben, die finde ich ja schon ein bisschen komisch. A bloated Insect, okay. Flying Insect. Also, solange die mich nur in Ruhe lassen, ist alles schön. Wie gesagt, mit einer Pistole fühle ich mich jetzt nicht ganz so wohl. Aber gut. Der Forschung zieht sich leider ein bisschen. Need Beds? Ja, ihr kriegt ja noch Betten. Bleibt da mal ganz ruhig. Another Survivor, ach. Das ist jetzt nicht so. Nicht so geil. My name is Simon Thomas. I believe we met on the ship. My escape pod crashed badly and everyone else died. I fended on my own as best as I could, but my rations ran out quickly and I started losing hope. I walked in the wild for days after seeing smoke from this direction. Please let me stay with you. Ja gut, was soll der Geiz, wa? Dann brauchen wir jetzt aber tatsächlich noch ein Bett. Reiten uns ja hier aggressive animals, okay. Dann wollen wir mal ein Päuschen machen, weil jetzt wird es dann doch ein bisschen eklig. Hallo? Kamera, dreh dich. Ach du Heiliger. Jo. Ihr wollt mich doch jetzt aber nicht alle angreifen hier, oder was? Wir werden mal langsam weitermachen. Das müssen wir jetzt im Blick behalten. So, wir brauchen erstmal ein Bett. Ein weiteres. Und zwar dahin. Die Waffengeschichte ist abgeschlossen. Craft Weapons. Okay. Für eine Armbrust müssen wir Metallraffinerie erforschen. Dann brauchen wir einen Schmelzofen, aber wir können uns auf jeden Fall schon mal Bögen herstellen. Und Speere. Na gut. Ah, mal 5 Speere. Und ah, hier ist noch bei den Bandagen, wa?
Da werden wir doch jetzt erstmal auf die Waffen gehen. Speere und dann sagen wir 4 Bögen, denn wir haben ja eine Pistole. Die setzen wir auch mal hoch. Die Bandagen sind zwar auch wichtig, aber gut. Jetzt ist mir dann doch erstmal die Verteidigung wichtiger. So, wo waren die Viecher? Die waren hier hinten. Solange die sich nicht rühren, bleiben wir doch erstmal entspannt. Ein bisschen schneller darf es schon sein. Okay, was bräuchten wir denn? Das sollten wir auf jeden Fall erforschen. Ölextraktion, Emergency-Ration, ja, alles schön. Ja, wir werden mal die Raffinerie nehmen. Als nächstes. Metall raffinieren. Sollte sein. Wenn die denn bewaffnet sind, die Guten, dann können wir ja mal schauen, ob wir uns da vielleicht eventuell ein paar Käfer jagen oder so. Find ja die Mucke ganz nett, muss ich sagen. So ein bisschen was von Wild West. Fressen die hier die Pflanzen? Hier hinten geht irgendwie die Post ab, okay. Ja, macht ihr mal schön die Käfer weg, aber lasst mich in Ruhe. Das wäre total nett. Animal Attack. Ja, okay, alles klar, ja. Macht das untereinander aus. Macht das gerne untereinander aus. Bin mal mutig. Werd hier mal noch ein bisschen was von den Dingern harvesten. Aber nicht zu nah daran. Da kommen die Käfers. Da kommen die Käfer. Okay. 5 Leute sind unbewaffnet. Gut, wer hat den höchsten Combat Skill? Das war sie, ne? Inventory. Dann soll sie sich mal die Pistole gönnen. Lass dir Zeit, Girl. Okay. Hast du dich ausgerüstet? Ja, hast du. So, Racker, der haut schon ab. Wieder hier mit Draft stelle ich die in den Kampfmodus. So, Nova, dann schnapp dir mal den Käfer hier. Nice. Ging jetzt doch schneller als gedacht, dass ich mich um die Viecher kümmern muss. Natürlich ätzend, dass sie keine Nahkampfwaffe hat, aber gut. Ach doch, ein Messer scheint sie zu haben. We own it. Sagen wir undraft. Oh, wait for treatment ist sogar ein Haken dran. Ne? Das heißt, sie wird jetzt automatisch sich da zu ihrem Bett bewegen. Und dann darauf warten, dass sie einer verbindet. Ja, wir brauchen ganz dringend diese Waffen. Wir brauchen ganz, ganz dringend diese Waffen. Da bin ich ja mal gespannt, wer sich um die Dame kümmern wird. So, hier liegt der tote Käfer. Den könnten wir jetzt direkt mal auch erforschen. Die beiden anderen toten Käfer, können wir mit denen schon was machen? Na, tatsächlich.
Auch wenn wir noch nicht wissen, was uns da erwartet, aber wir werden die mal schlachten. So, irgendjemand dürfte die Dame jetzt aber dann auch mal verarzten. Wäre total nett. Ah ja, geht doch los. Brain Porridge Meat Soup. Happiness Effekt plus 6. Ja, ja, ja. Ja, wir machen aber trotzdem mal weiter mit dieser Veggie-Suppe. Nehmen wir mal ein. Until 8. Mal gucken, ob das jetzt am Ende dafür sorgen wird, dass dann irgendwie nur noch gekocht wird. Dann muss ich das wieder ändern, aber erstmal schauen. Weil die sollen mir nicht die Rationen wegfressen, die sind wichtig. Discovery Scarabee. The bug I observed looks like an overgrown version of the pest that's known and hated on many worlds. Giving it a common bug's name felt a bit underwhelming. So I chose the nice sounding Scarabee. Unfortunately, it's a lot more annoying than some tiny insect that scuttles through our fridge. This one is big and impudent enough to attack humans and do some damage. The main problem is that these insects tend to swarm and work together in large groups, so they should not be underestimated. Ja, na gut. Underestimaten werde ich hier auf dem Planeten erstmal sowieso nichts. Dann können wir den jetzt auch einmal wegschlachten. Was bist du? Sag mal, greift das Vieh jetzt an? Nee. Besser ist. Junge, Junge. Ein wenig bedrohlich. Holz geht uns auch zur Neige langsam. Einfach mal mitnehmen, was hier so rumliegt. Mit dem Holz hier, da können wir doch bestimmt auch machen, ja. Kann man nichts verkommen lassen, oder? Sieht erstmal soweit gut aus. Mal wieder ein bisschen Gas geben. Ja, Disturbed Sleep, ne, ist klar. Wir müssen auch bei Gelegenheit dann zusehen, dass wir irgendwie vielleicht uns doch ein Häuschen bauen irgendwo. Please help us improve the game by sharing the quality of your experience in these areas. Ja, kann ich jetzt noch nicht so viel zu sagen, oder? Bis jetzt wirkt es auf mich wie RimWorld. Nur in 3D. Also von daher, mal sehen, ob das nochmal kommt. Ja, Klamotten müssten wir dann auch noch forschen. Ey, die Fernkampfwaffen werden mehr. Ich würde dann fast mal behaupten, wir könnten jetzt sagen, dass wir die Leute erstmal alle equippen. Sie hat die Laserpistole. Soll sie sich mal einen Speer nehmen? Nothing. Ach. Okay, das ist, gilt generell für Waffen. Alles klar. Gut, dann sind wir also doch noch nicht so weit. Aber egal. Erstmal ausrüsten. Die
jeder, der kann, umso sicherer fühlen wir uns hier. Ja, wie immer in solchen Spielen, alle Anfang ist schwer, es dauert. Vor allem, wenn man selber noch keinen großen Plan hat. Aber da kommen wir hin. Da kommen wir hin. Spaceship Deconstruction ist durch. Jo, perfekt. Halt wirklich nur das Auseinandernehmen, aber das soll mir recht sein. Ja, wir werden aber erstmal unsere Landekapsel hier auseinandernehmen. Ich will auch noch nicht zu viel anbauen, tatsächlich. Simon ist unarmed, ja, das ist mir klar, die sind alle. Ja, jetzt eigentlich nicht mehr, aber... Oh, es regnet. Das ist ja verrückt. First Aid Kit haben wir, okay. Könnte man aus der Distanz beobachten, okay. Ich weiß nicht, ob man sich das trauen sollte. Also noch nicht. You can manage each activity. Ja, das weiß ich, dass wir das können. Ist auch ähnlich wie in RimWorld. Hier können wir tatsächlich auch sagen, wer soll was wie machen. Wir können das auch ähnlich wie in RimWorld hier auch priorisieren. Aber mich da jetzt rein zu fuchsen ist für einen angezockt, ist mir das erstmal ein bisschen too much. Funktioniert ja erstmal auch so. Könnte höchstwahrscheinlich dadurch auch schneller gehen. Aber eins nach dem anderen. Eins nach dem anderen. Wie gesagt, halte ich jetzt primär erstmal nicht für wichtig. Dieses Holz können wir hier erstmal wegballern. Jetzt könnte ich salvagen. Erst war scavengen, jetzt salvagen. Okay. So, naja gut, dann werden wir das mal salvagen. Mal sehen, was da jetzt der große Unterschied ist. Ach, das Futter ist am Verrotten. Ja gut, wir haben ja auch keine Kühlmöglichkeiten. Wir sind auch noch mitten im Frühling. Ist jetzt natürlich eher unpraktisch. Habe ich vielleicht ein bisschen zu viel gekocht. Wo wir gerade von dem Kochen sprechen. Na gut, andererseits soll er das ruhig kochen. Wie sieht es eigentlich hier aus? Ich komme gar nicht mehr nach, wa? Kann das sein? Oder die werden halt von der hiesigen Tierwelt gefressen, die Sachen. Das kann natürlich auch möglich sein.
Also insofern schon mal gut, dass wir das angebaut haben, denke ich. No cute research? Echt nicht? Das war nicht gut. Musikinstrumente? Nee. Lightning Rods? Lightning Strikes are unpredictable but easy to catch. A tall enough metal rod would... Okay. Blitzableiter? Oil Extraction? Aha. Antibiotika, oh, ich weiß nicht, was ich jetzt farmen soll, beziehungsweise researchen soll. Insektenfleisch, kriegen wir denn da raus? Synthetik, ja, okay. Synthetische Fasern, ich bin ja erstmal für Tailoring, glaube ich. Sinn machen. Low food supply for days? Können wir hier mal kurz pausieren. Your food supply will only last for 4 days. To get more food you can harvest wild crops, hunt animals or scavenge spaceships debris for a chance to find emergency rations. Growing crops and farms provides a more reliable source of food. Unlock farms to observing unknown plant species. Ja, das war ja eigentlich klar. Ja, gut, dann. Was soll's? Wenn wir uns hier erstmal dran machen, hier ein bisschen was zu harvesten. Hier hinten sind bloß die Viecher, da habe ich ein bisschen Schiss vor, aber naja, gut. Holen wir uns hier mal ein bisschen was von. Zu viel will ich jetzt natürlich auch nicht machen, logischerweise. Ohne Kühlung, dann verrottet mir der ganze Mist, aber... Essen müssen sie ja. Beobachten hier, wenn sie durch ist, ob da irgendwas bei rauskommt. Ja, tatsächlich. Aber das glaube ich nur Scrap Metal, oder? Elektronikkomponenten, okay. Auch was bei gewesen. Na, da ist es wieder. Es ist nicht so einfach, die Truppe denn am Leben zu halten. Habe ich auch so erwartet, tatsächlich. Und wieder neun Sachen davon weg verrottet. Scheiße eigentlich. Heißt, wir müssen uns demnächst hier echt ein Haus hinbauen. Ah, ich hab's aber auch immer nicht im Blick mit dem Scheiß forschen, Leute. Ach, wir müssen da deutlich mehr forschen. Wir müssen da deutlich mehr forschen. Mehr in Auftrag. Construction Basics halte ich jetzt erstmal für wichtig. Das machen wir als erstes. Ein Tag maximal. Musikinstrumente, nee. Danach hier gleich mal Wooden Fortifications war. Was brauchen wir eigentlich hierfür?
Refine Produce Leather, ja. Hm, das wäre auch interessant. Wollen wir mal Leder herkriegen, aber höchstwahrscheinlich von Viechern. Na gut. Wir werden hier erstmal ein bisschen was an Forschung in Auftrag geben, was wir können. Damit das Ding nicht stillsteht und dann weiter. Going to sleep. Research Tailoring. So, da ich jetzt noch nicht weiß, wo wir hier irgendwo an Metall rankommen, werde ich jetzt auch die Schmelze noch nicht bauen. Das macht für mich wenig Sinn erstmal. Mal ein bisschen rumkicken hier. Output when mined stone, ja. Naja, gut. Sollten wir vielleicht echt machen. Und da ist er wieder, der Insufficient Storage Space. Müssen wir auch noch mal was dran machen. Ja, noch mal zwei Stockpiles. Da müssen wir da so langsam, aber sicher mal gucken. So, das war unsere Rettungskapsel. Ach, seht ihr? Jetzt könnten wir ja eigentlich theoretisch uns hier auch nochmal ausrüsten. Dürfte ja jetzt alles fertig sein. Oh, Ulle Flitzebogen, besser als gar nichts. Dann nehmen wir uns mal das Ding vor. Oh, was habe ich denn da gesehen? Ach, nix. Markierung, okay. Das war eine Markierung. Oh, das habt ihr weggeholt. Das Vieh observieren. Interesting Rock. Würden wir den vielleicht auch mal angucken. Bisschen Schiss bei den Viechern, aber gut. Ich bin ja immer ein bisschen sehr ängstlich. Ihr kennt das ja von mir. Na, dreh doch die Kamera. Interessant. Durchaus interessant. Ey. Mann, dreh dich doch, Kamera. Ein Ulfen?
The Ulf were large animals who lived on my planet before we humans caused their extinction. I hope that the gentle giant here will have a better fate, so I named it Ulfen. My hopes may be in vain though, because this herbivore animal is relatively easy to hunt down, and butchering it will probably yield a lot of meat and skins, essential to survival. Das ist doch schon mal ein Anfang. Denk mal, da werden wir Leder rauskriegen. Okay, ihr seht das hier auch gerade wieder. Also vorhin habe ich mich noch gefragt, aber jetzt bin ich mir sicher, die fressen halt die Sachen auf. Was ja auch Sinn macht. Also ein Grund mehr, warum wir unser Zeug auch anbauen müssen. Okay, Racker steht vor dem Zusammenbruch. Na Mensch, dann musst du ein bisschen chillen, mein Junge. Was ist denn los? Getting to eat? Ach, das ist Sora. Wo ist denn Racker? Der ist am Forschen, der Gute. Construction Basics haben wir erforscht. Sehr gut. Und er ist im Intellekt auch aufgestiegen. Sehr nice. Ja, doch, das sagt mir zu. Also auch wieder ähnlich wie in RimWorld. Hier skillen die dann natürlich auch, je nachdem, was sie tun, werden sie besser. Alles sehr angenehm, alles sehr bekannte Mechaniken. Fühlt man sich natürlich gleich wie zu Hause. Riesenfliege hier, die geht mir eigentlich auch auf den Sack, muss ich sagen. Mich interessiert jetzt vor allen Dingen, ob das hier Metall ist oder nicht. Das will ich auf jeden Fall noch wissen. Jetzt haben wir ein bisschen Stein da, wenn auch nicht viel. Metall wäre dann erstmal interessant. Dann wäre der nächste Schritt, aber das werden wir hier in diesem Angezockt jetzt nicht mehr erleben, definitiv. Dann wäre der nächste Schritt, wir suchen uns einen vernünftigen Platz, an dem wir uns dann niederlassen. Alter, hier liegt aber so viel Schrott rum, wa? Also ich will meinen, unserem Schiff ist es wirklich nicht gut ergangen. Naja, sonst wären wir auch nicht abgesprungen. Okay, gleich müsste das haben, wenn er jetzt nicht angegriffen wird. Ore deposit. The interesting rock holds some metal ore, which could be mined and melted into alloys. Jawohl. Das wäre dann schon mal Metall. Sehr, sehr nice. Dann nehme ich mal an, das Blaue hier hinten wird auch irgendeine Art von Metall sein. Aber das werden wir dann ein andermal rausfinden. Das soll es dann nämlich an dieser Stelle gewesen sein mit diesem Angezockt. Wir haben mal reingeschaut. Könnt mir eure Meinung gerne in die Kommentare schreiben. Für mich ist das auf jeden Fall definitiver Kandidat für ein weiteres Let's Play. Entweder parallel zu RimWorld oder danach, wenn wir da durch sind. Wie auch immer. Mir war es ein Fest. Ich hoffe, es hat euch auch ein wenig unterhalten und bleibt mir weiter nichts zu sagen, als wie immer. Als denn, bis denn.